Ist das nicht schön? Pünktlich zum Mittwoch lässt die Hitze nach und verschafft uns eine kleine Atempause. Herzlich willkommen zu Lausitz TV. ÖPNV-Begeisterte haben in der letzten Nacht vielleicht schon einen Blick erhaschen können. Die neue Straßenbahn von Cottbusverkehr ist aktuell für Testfahrten unterwegs. Zwischen 22 und 4 Uhr kann man sie mit etwas Glück auch heute Nacht und zusätzlich von Donnerstag auf Freitag im Einsatz sehen. Durch die Testfahrten kann es vereinzelt zu Lärmbelästigung und längeren Fahrtunterbrechungen kommen. Das Unternehmen bittet dafür um Verständnis. Wer noch relativ neu in Cottbus ist, kennt die Stadtpromenade nur als Brachfläche. Dabei war sie viele Jahre lang ein stilprägender Teil der Innenstadt, inklusive Eisbar Kosmos, Blauer Uhr und der legendären Fußgängerbrücke. Die Erinnerungen an diesen sich ständig verändernden Ort sollen jetzt gesammelt werden. Die Geschichte der Cottbuser Stadtpromenade wird zum Leben erweckt. Die Stadt Cottbus entwickelt zusammen mit dem Planungsbüro AG Urban ein spannendes Projekt. Ein Erinnerungsbuch und eine Ausstellung sollen die vielfältigen Facetten und Erlebnisse der Stadtpromenade präsentieren. Die Unterstützung der Cottbuserinnen und Cottbuser ist dabei gefragt. Es ist geplant, ein Buch für die Erinnerungen zur Stadtpromenade, also um die ganze Geschichte und die ganzen Erinnerungen, die die Cottbuser persönlich, privat, in ihrem Umfeld, mit ihrer Familie, mit Oma, Opa haben, dass das nicht verloren geht über die Generation, sondern dass es dieses, dass man quasi aus den privaten einzelnen Erinnerungen eine kollektive Erinnerung macht in einem Buch und später auch in einer Ausstellung, dass die Leute quasi diese positiven Erinnerungen, die sie zur Fläche haben, quasi auch mit weitertragen können, auch für die Zukunft, für diese Fläche. Stadt- und Planungsbüro sammeln diese Erinnerungen in Form von Fotos, Audiogeschichten, Gedichten oder kurzen Texten. Die Beiträge können bis zum 15. Oktober eingereicht werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist direkt vor Ort im Ladenlokal beim Citymanagement in der Spamberger Straße 29. Dort kann es abgegeben werden, da kann man was ausfüllen, da kann man auch eine Tonaufnahme machen. Das ist sehr einfach. Oder auf der Webseite innenstadt-cottbus.de findet man auch alle Informationen, die man braucht, wo man das dann quasi digital per E-Mail abgeben kann. Das ist die andere Variante. Das Buch und die Ausstellung sollen durch persönliche Beiträge geprägt sein. Jede Erinnerung ist ein wertvoller Beitrag, um die Geschichte der Stadtpromenade gemeinsam sichtbar zu machen. Also kramt in euren Archiven oder fragt Verwandte. Jede Hilfe zählt. Na, wie wär's? Ein Tinder-Date mit der Spree. Aber zuerst müsste man schon noch herausfinden, ob man überhaupt zueinander passt. Das ist jetzt mit einer Online-Umfrage der Stadt Cottbus möglich. Denn die Spree soll mit einem Makeover noch verführerischer werden. Aber wie soll das konkret aussehen? Auf cottbus.2pokrity.de könnt ihr wie beim Online-Dating nach links oder rechts swipen und damit eure ganz persönlichen Vorlieben einbringen. Naturbelassenes Erholungsgebiet, Eventfläche am Fluss oder vielleicht ein Badestrand? Macht mit und helft der Spreeliebe auf die Sprünge. Eigentlich sind große Teile der Cottbuser Innenstadt ja schon längst verkehrsberuhigt. Aber trotzdem parken regelmäßig Autos in Bereichen, in denen sie streng genommen noch nicht einmal unterwegs sein dürften, zum Beispiel in der Sprem. Die Stadt will mit zusätzlichen Pollern etwas dagegen unternehmen. In unseren Kurznachrichten erfahrt ihr mehr darüber und es gibt weitere Neuigkeiten. Weitere Poller in der Cottbuser Altstadt. Falschparker aufgepasst. Am Schlosskirchplatz sowie an der Fläche am Turm werden weitere Poller eingebaut. Die Stadtverwaltung reagiert damit auf die zunehmenden Beschwerden über das regelmäßige Befahren bzw. Abstellen von Kraftfahrzeugen in den Fußgängerzonen im Bereich Spremberger Straße und am Stadtbrunnen. Denn das ist grundsätzlich unzulässig und verringert die Aufenthaltsqualität für alle, aber ganz besonders für die Anwohnerinnen und Anwohner. Zunächst werden die Poller zu den Nacht- und somit Ruhezeiten zwischen 22 Uhr und 6 Uhr geschlossen sein. In jedem Fall bleiben die Poller von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr geöffnet, um den Lieferverkehr in der Spremberger Straße nicht einzuschränken. Forschungsideen für Kids im Straßenverkehr. Die Sommerferien sind in den ersten Bundesländern bereits Anfang August vorbei. Das bedeutet, dass morgens und nachmittags wieder mehr Kinder auf den Straßen unterwegs sind. Die Sicherheit auf dem Weg zur Kita oder Schule ist ein wichtiges Thema. Deshalb hat die Stiftung Kinder forschen 5 Ideen zusammengestellt, um Kindern im Kita- und Grundschulalter zu helfen, den Straßenverkehr besser zu verstehen und sich dadurch sicherer auf den Straßen zu bewegen. Die Kinder können zum Beispiel den Straßenverkehr beobachten, die schnellsten Verkehrsrouten finden oder gemeinsam überlegen, wie man Barrieren verhindern und lösen kann. Das Ziel der Stiftung Kinder forschen ist es, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und sie zu nachhaltigem Handeln zu bewegen. Umfrage zu Urlaubsplänen veröffentlicht.
Die Sommerferien sind da und das Energieunternehmen E.ON hat die Brandenburgerinnen und Brandenburger zu ihren Plänen befragt. Fast 60% von ihnen fahren in den Urlaub. Ob Ausland oder Inland, das beliebteste Verkehrsmittel ist nach wie vor das Auto. 58% der Reisenden benutzen es, um ihr Ziel zu erreichen. Nur 22% fliegen mit dem Flugzeug. Für viele Menschen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Außerdem möchten einige von ihnen häufiger auf Flugreisen verzichten. Urlaub im eigenen Land ist auch eine Möglichkeit, um klimafreundlicher zu werden. Vor allem die Ostseeküste erfreut sich großer Beliebtheit. Aber auch die Mecklenburgische Seenplatte und die Sächsische Schweiz sind beliebte Reiseziele. Egal ob Riviera oder Balkonien, wir wünschen gute Erholung. Autos sind für viele Menschen echte Liebhaberobjekte und das gilt für Oldtimer gleich doppelt. Doch je älter das Fahrzeug, desto seltener sind die Ersatzteile. Ein klarer Fall für die Fachkräfte für die Aufarbeitung und Restaurierung historischer Fahrzeuge. Diesen etwas sperrigen Titel kann man jetzt wieder bei einer Fortbildung der Handwerkskammer Cottbus erwerben. Die Oldtimer-Fachkräfte lernen, Karosserieteile auch bei starken Schäden zu reparieren oder im Extremfall selbst anzufertigen. Die Fortbildung startet im September. Es sind noch Plätze frei. Es ist nicht nur für Leichtathletikfans das Sportereignis schlechthin, das Springer-Meeting. Doch nach der 20. Auflage im Januar sah es um die Zukunft des internationalen Wettbewerbs düster aus. Denn der langjährige Veranstalter Uli Hubeck verabschiedete sich in den Ruhestand. Jetzt heißt es aber endlich aufatmen. Mit Robert Sammler ist ein würdiger Nachfolger gefunden. Und der will künftig noch höher hinaus. Das wird es auch im nächsten Jahr wieder geben. Nach dem Abgang von Meeting-Organisator Uli Hobeck in den verdienten Ruhestand war das prestigeträchtige Springer-Meeting eigentlich totgeglaubt. Doch dank dieser beiden Männer wird es auch im nächsten Jahr unter neuer Leitung weitergehen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten da ganz viele Gespräche mit einem jungen Mann geführt, der hier eine Firma gründet und im Auftrag des LCC dieses Meeting übernehmen wird. Also er wird quasi den Uli Hobeck ablösen, der ja über Jahrzehnte hier einen guten Job gemacht hat. Jetzt beginnt eine neue Zeit und wir haben uns natürlich als Stadt insofern auch mit eingebracht in diesen Prozess, weil wenn man beim letzten Meeting war, hat man gesehen, wie sieht der Belag aus. Also der hat da Wellenbildung, das ist gefährlich, das ist Unfallgefahr auch für die Athletinnen und Athleten. Die Stabhochsprunganlage ist, wenn man da von 6 Meter einmal runterfällt, natürlich gehen die Nähte mal irgendwann kaputt. Die ist in dem Zustand und da haben wir uns eingebracht und haben Mittel zur Verfügung gestellt. Der Sportstättenbetrieb ist beauftragt, hier alles vorzubereiten, damit zum nächsten Jahr erstmal das in Ordnung ist. Also, dass der Belag Weltklasse zulässt, denn wir haben dort immer Weltklasse. Und dass die Stabhochsprunganlage eben auch 6 Meter Sprünge aushält. Also, das haben wir insofern organisiert und der Rest, der wird jetzt durch diejenigen, die es übernehmen, glaube ich, in gute Hände gepackt. Und dann werden wir nächstes Jahr unter der Überschrift ein tolles Meeting haben. Uli Hobeck ist eine Legende in der Lausitz. Als Athlet, Trainer, Lehrer und Organisator hochkarätiger Leichtathletik-Sportfest in Cottbus hat er im Osten Deutschlands Spuren hinterlassen. Jetzt möchte er hier in seine Fußstapfen treten. Robert Sammler, 36 Jahre alt und gebürtiger Cottbusser. Er selbst war bis zu seinem Karriereende 2012 Leichtathlet und Diskuswerfer. Sammler hat also viel sportliche Vorerfahrung. Aber das ist noch nicht alles. Und bin seit 2013 im Organisationsteam des ISTAF Berlins, deshalb durchaus auch Erfahrung in der Organisation von Leichtathletikveranstaltungen. War hauptberuflich in der Organisation von Laufveranstaltungen tätig, bis zu 15.000 Teilnehmern. Bin im Anschluss für 4 Jahre in die Mercedes-Benz Arena, jetzt Uber Arena, gewechselt. War dort für Shows und Konzerte und auch für den Basketballclub Alba Berlin zuständig. Und freue mich jetzt, in die großen Fußstapfen von Uli Hobeck treten zu dürfen, um gemeinsam mit dem LC Cottbus und der Unterstützung der Stadt Cottbus und allen bestehenden Partnern und Sponsoren das Springer Meeting weiterleben zu lassen. Welche Weltklasse-Sportlerinnen und Sportler im nächsten Jahr dabei sind, ist noch nicht bekannt. Aber die Weltelite wird sich die 21. Auflage im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht entgehen lassen. Und auch bei uns geht es gleich noch einmal sportlich zu. Dr. Carola Wiesner zeigt euch in meine 5 Minuten, wie ihr euch mit einfachen Wasserflaschen fit halten könnt. Probiert es aus, es lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und auch einen schönen Abend. Bis morgen.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Firma als Kobe und ich werde heute mit Selena und mit Carsten Ihnen Übungen zeigen, die besonders gut sind für die Entwicklung der Muskelkraft. Aber vorher wirst du uns bitte beantworten, was ist die Firma Ascori? Ja, wir sind ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik und Automatisierungstechnik. Das sind unsere beiden großen Standbeine. Wir haben also reichlich 30 Mitarbeiter hier bei uns beschäftigt und arbeiten sehr eng auch mit der BTU zusammen, haben demzufolge viele junge Leute, Studenten, Absolventen, die hier bei uns arbeiten. Ja, und so ein Ingenieurbüro bringt sich halt mit sich, dass man eben doch relativ viel sitzt und deshalb haben wir hier unten einen Fitnessraum und die Carola zeigt uns immer mal ein paar schöne Übungen, die uns fit halten. So, für die erste Übung gehen wir in den Ausfallschritt und Sie sehen schon, dass ich Wasserflaschen in meinen Händen habe, die benutzen wir als kleine Gewichte. Wir wollen in die Knie gehen und die Arme nach vorn bringen. Also diese Bewegung gleichmäßig machen, in die Knie gehen und die Arme nach vorn bringen. Dabei ist es wichtig, dass die Knie nicht nach innen fallen, schön nach außen und im Oberkörper aufrecht bleiben. Noch einmal hier runter gehen und dann wieder aufrichten. So, jetzt geht's los. In die Knie gehen und dabei die Arme nach vorne heben. Los geht's. Tief gehen und wieder aufrichten. Und wieder tief und wieder aufrichten. Und immer schön gleichmäßig tief gehen. Das sieht bei beiden sehr gut aus. Die Knie gehen nach außen weiter. Tief gehen. Jawohl, der Rücken ist auch bei beiden schön aufrecht. Ganz wichtig, Bauchspannung immer mit einsetzen. Und zusammen tief gehen und wieder hoch. Und tief gehen und wieder hoch. Das machen wir noch viermal. Vier und wieder hoch. Und drei und wieder hoch. Und zwei und hoch. Und ein letztes Mal und hoch. Kommen wir zur zweiten Übung. Die ist gut für den Trizeps. Dazu heben wir beide Arme nach oben. Auch hier nochmal lang machen. Die Schultern werden auf jeden Fall unten gelassen. Die Knie ein bisschen locker lassen. Auf keinen Fall ins Hohlkreuz gehen. So, Bauch also fest. Und jetzt im Wechsel einen Arm beugen und wieder hoch. Den anderen Arm beugen und wieder hoch. Den Kopf gerade lassen ist dabei ganz wichtig. Also eine gute Grundspannung halten. So, los geht's. Beide Arme nach oben und bitte nochmal dran denken, Knie so ein bisschen entspannt, Bauch festmachen und jetzt geht's los. Einen Arm beugen und wieder heben. Den anderen Arm beugen und wieder heben. Das machen beide richtig. Der Ellbogen bleibt schön nach oben gerichtet. Und weiter beugen und wieder heben. Immer ruhig weiteratmen dabei und wieder heben. Und beugen. Das kann man natürlich auch mit kleineren Wasserflaschen machen. Und wieder beugen und aufpassen, nicht nach hinten fallen. Beugen und wieder strecken. Beugen und die letzten achtmal. Und acht, heben. Sieben, heben. Sechs, heben. Fünf, heben. Vier, heben. Drei, heben. Zwei, hoch. Und ein letztes Mal. Eins und hoch. So, die nächste Übung ist etwas komplexer. Dazu heben wir beide Arme in die Seithalte, gehen einen Ausfallschritt nach vorn und drehen uns jetzt zum vorderen Bein. Dabei werden die Arme angewinkelt, wieder geöffnet und wir gehen wieder zurück. Wer kann, hält die ganze Zeit die Arme oben. Also vorgehen, reindrehen, öffnen und wieder zurück. So, die Arme in die Seithalte führen und jetzt nach vorn, einen Schritt nach vorn. Drehen zum vorderen Bein ist wichtig, dabei die Arme einbeugen, zurück und wieder hopp. Und wir bleiben bei dem gleichen Bein. Und vor, drehen und wieder öffnen, zurückdrücken und wieder vor, eindrehen und wieder zurück und weiter vor, eindrehen und wieder öffnen. Wichtig ist wirklich eine gute Bauchspannung, weiter vor, eindrehen. Und wieder öffnen, zweimal noch auf der Seite und vor, eindrehen, zurück und öffnen. Und letztes Mal auf der Seite vor, eindrehen, zurück und die Arme kurz absetzen. Jetzt geht's zum anderen Bein. Also Arme wieder heben und das andere Bein nach vorn. Natürlich jetzt darauf achten, zum vorderen Bein drehen und wieder öffnen und zurück.
Und vor, immer zum vorderen Bein reindrehen und wieder öffnen, zurück. Und vor, eindrehen, öffnen und zurück. Genau, vor, eindrehen und öffnen. Wieder vor, das machen beide sehr gut, eindrehen und wieder zurück. Und die letzten drei, vor, drehen und wieder rück. Noch zweimal, rein und wieder rück. Und letztes Mal und reindrehen und wieder öffnen. Und auch die letzte Übung ist sehr komplex. Dazu legen wir uns auf den Rücken. Die Beine sind aufgestellt, also die Füße, Beine angewinkelt, die Arme hier nach oben führen. Und jetzt erstmal für die Bauchmuskulatur gehen wir nach vorn, dann zur Mitte und dann heben wir das Becken und die Arme nach hinten. Wieder in die Mittelposition und dann von vorn hochkommen, Mitte nach hinten, Becken heben und wieder Mitte. So, los geht's. Den Oberkörper nach oben führen und die Flaschen in Richtung Knie, wieder zurückrollen, die Arme nach hinten und das Becken heben und wieder nach vorn. Das kann schön fließend geschehen, vor, nach hinten und das Becken heben. Und vorkommen, Oberkörper heben, die gerade Bauchmuskulatur trainieren, nach hinten und den Rücken trainieren und wieder nach vorn. Schön atmen, ausatmen, möglichst hierhin. Hier ist Zeit zum Einatmen und dann wieder ausatmen. Und wieder vor, hochkommen und wieder zurück, Becken heben. Und wieder vor, ziehen, jawohl, und wieder zurück und Becken heben. Die letzten viermal nach vorn kommen und die Arme lang nach hinten, Becken heben. Und wieder nach vorn kommen, ziehen, nach hinten und Becken heben. Zweimal noch, nach vorn kommen und wieder lang zurück mit dem Becken heben. Und das letzte Mal nach vorn kommen, Arme sind lang, das Becken wird wieder gehoben. Und wir kommen wieder in die Ausgangsstellung. Ein ganz herzliches Dankeschön an dich, Selenge, und an dich, Carsten, dass ihr hier so fleißig mitgeübt habt. Und ich hoffe, die Zuschauer konnten richtig gut alles nachvollziehen. Das war's schon wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. Willst du auch ein Retter werden? Dann melde dich bei uns. Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne, Lamsfelder Straße 1 in Cottbus.
Mein Herz schlägt fürs Sana Herzzentrum Cottbus, da ich seit 13 Jahren am Herzen arbeite. Ich bin mit meiner Familie nach Cottbus gekommen und habe hier im Herzzentrum angefangen vor einem Monat. Ich bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und freue mich auf mein neues Team. Sana Herzzentrum Cottbus. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 € plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com.